Jo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir spielen, wie letztes Mal angekündigt, einen Isaac D6 Run. Endlich habe ich ihn. Und endlich. Ach du Scheiße. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu rerollen. Der ist kaputt. Also der Reroller hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit dem D6, für alle nicht so konform mit Isaac, kann ich ein Item rerollen. Hat sechs Räume Aufladungszeit. Und es bleibt immer der gleiche Pool, also Item Pool. Das heißt, ich kann im Goldraum kann ich kein Devil Deal Item bekommen. Ein exklusives für den Devil Deal. Ups. Ich hasse diese Spinnen. Habe ich das schon mal erwähnt? Shit. So, Bombe. Danke. Luck up. Cool. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine Beschränkung. Also ich könnte jederzeit, was weiß ich, Death Touch oder sowas könnte ich... Ach, und es muss natürlich freigeschaltet sein, das Item. Aber sonst, ich könnte jederzeit im Goldraum könnte ich einen Death Touch bekommen oder... Ich glaube, Pentagramm ist auch kein Exklusiv für einen Devil Deal. Ne, ist nicht. Ich habe den auch schon als Boss-Item bekommen. So, Bomben ist gar nicht mal so schlecht. Ah ne, Moment, es ist ja, es erhöht unsere Angel-Deal-Chance, ne? Wollen wir in den Shop oder nicht? Nee, wir haben nichts Vernünftiges. Weil wir haben nicht genug Kohle, um wirklich in den Shop zu gehen. Ich meine, ich könnte zwei Pennies donaten. Aber das können wir auch auf einer späteren Ebene machen. Weil ich denke nicht, dass wir jetzt auf der Ebene so hart sterben werden. Burning Basement! Cool. Cool. Und sterben! Klatsch! Komm schon, verrecke! Danke! Ich hätte gerne ganz, ganz viele Luck-Ups, dass ich nur noch diese Dinger schieße. So. Dankeschön, Schneefuchs. Klatsch! So, der ist auch hinüber. So, und einmal da drüben. Das ist Technology 2. Definitiv nicht. Nee. The Mark. Das müsste The Mark sein. Ist auch ein scheiß Item. Also man kann... Also im Normalfall ist immer so die Frage, was reroll ich? Reroll ich den... das Boss-Item, den Goldraum oder den Devil-Deal-Item. Oder halt Angel-Deal, je nachdem, was man halt bekommt am Ende der Ebene. Wenn man überhaupt was bekommt. Weil ich der Raum ist richtig, richtig hart kacke. Mit den Gegnern. Oh, bitte, 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 bitte. Ach, herrlich. Ja, ich habe noch keinen Schaden an roten Herzen genommen. Und, im besten Falle kann man zwei Aufladungen halt zusammenkriegen. So, machen wir mal die hier fertig. Und... Ja, so ein paar Luck-Ups werden noch ganz gut, denke ich. Ich wäre auch nicht traurig drüber, wenn wir Solmik kriegen würden.
Das wäre auch noch eine echte Verbesserung dafür. Und Zepper. Da. Du bist tot und du bist auch tot. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall die Aufladung komplett. Wenn da hinten jetzt noch ein Raum weitergeht mit Gegnern drin. Shit. Ja, das war klar, dass mich da mindestens einer erwischt. Da müssen Gegner drin sein, dann ist alles gut. Ja, passt perfekt. So. Das heißt, wir haben zwei Aufladungen. Ja, das bringt alles nichts. Aber mein Item bringt mir gerade nichts. Weil er halt nicht schnell genug ist. Versuchen wir es. Natürlich nicht. Er hätte der Super Secret Room sein können. So, jetzt gehen wir zum Boss, besiegen den, haben dann die Aufladung da. Und dann muss ich gucken, was ich für ein Item bekomme. Wenn das Item gut ist, nehme ich das und habe zwei Aufladungen für den Goldraum. Oder wenn das Kacke ist, reroll ich's und ich werde trotzdem das Mark nicht mitnehmen. Also, das Mark ist echt Kacke eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das ein Range-Up ist. Kam mir immer so vor, aber ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen, dass es eins ist. Ich wüsste, was ich gerne hätte. Den Poison Kiss oder wie er heißt. Ich kann mir den Namen nicht merken, aber ich weiß, was der für einen Effekt hat. Der hat die Chance zu vergiften und die Chance, dass die Gegner Black Hearts droppen, wird um einiges erhöht. Oh, Moment. Das Ding steht dir im Weg. Na, passt. Sehr schön. Sehr schön. Und klatsch. Deswegen liebe ich dieses Item. Also das war definitiv ein Item, was ich mitnehmen werde. Ach, Mutter. Nein. 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 Das ist die Frage. Also wir könnten das jetzt mitnehmen. Könnten den die Six wieder nehmen. Und können dann mit dem D6 das rerollen. Das machen wir auch. Weil wir hier erstmal einen Soul Hut dafür kriegen. Scheiße. Ja, das hatte ich befürchtet. Ja, Guppy's Hairball. Ist egal. Ist ein Guppy-Item. Komm, scheiß drauf. Weil man muss dann nicht mehr nochmal was neu bezahlen. Was ziemlich geil ist, wirklich. Das Problem ist halt, man geht da halt das Risiko ein, halt so einen Scheiß mitzunehmen. Es wäre jetzt aber cool gewesen, wäre das jetzt zum Beispiel ein Brimstone gewesen oder Demon Wings oder so ein Schwachsinn. Und komm schon. Ach du Kacke. Naja. Forever Alone. Auch ein Scheiß-Item. Aber Brimstone, Demon Wings, Sacrificial Dagger. Moment, ist Sacrificial Dagger? Nee, ist glaube ich ein Einser. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich ziehe nur Scheiße. Das sind alles so Items, die ja 2 Herzen normalerweise kosten. Und so kosten sie euch dann nichts mehr. Also in diesem Falle hätte es mich dann ein Herz gekostet. Anstatt 2. Was ziemlich praktisch ist. Deswegen, es ist das Risiko ab und an mal wert. Und hab Extended Stat Effect Time. Die Frage ist, bezieht sich das auch auf meine Explosion oder nicht? Es ist ein cooles Trinket, definitiv. Wenn wir irgendwie Vergiftung oder sowas kriegen, aber eine vernünftige Vergiftung auf den Tränen drauf, dann wäre das super. Und komm, klatsch, klatsch, klatsch. Jawohl. Passt doch.
Ach, ich hasse bombige Tumorköpfe. Stirb! Stirb! Danke. So, jetzt gehen wir einmal zurück. Und rerollen den Scheiß mal. Also E. coli ist ein Drecksitem. Piggy Bank. Ist eine Überlegung. Es ist eine Überlegung wert. Die Frage ist, kriegen wir noch eine Aufladung zusammen? Dann werde ich die erstmal mit zum Boss nehmen, wahrscheinlich. Weil zwei Aufladungen nochmal vollständig bekommen ist ziemlich unwahrscheinlich. Also auf diesen Ebenen zwei Aufladungen hinkriegen ist mega unwahrscheinlich. So, erstmal mache ich jetzt Feuer aus. So, der ist hinüber. Jawohl! Getroffen. So, das Ding ausschießen. Das sind gerade Schießer. Erwischt. So, dann bist du hier. Ja, bist du. Ein Blackheart. Und wir kriegen Hollow. Klatsch. Das war easy. Haben wir auch nur ein halbes schwarzes Herz gekostet. Binky ist definitiv ein gutes Item. Und ja. Ja. Wir versuchen es. Komm. Ich wäre nicht traurig gewesen, wäre das jetzt der der Greek gewesen. Wir könnten jetzt. Ja. Geil. Eine Münze rein. Voll. Super. Ich weiß, ich mache schon wieder nichts mit Guppy's Hairball. Aber das ist auch ein scheiß Item eigentlich. Ich hab's nur mitgenommen, weil es ein Guppy-Item ist. Wir haben eine Bombe. Ja, nee. Wobei, doch, eigentlich schon. Es hat sich gelohnt. Weil, auch wenn das jetzt ein Plus-Minus-Null-Geschäft war, haben wir dadurch eine Aufladung bekommen und können dementsprechend hier die Aufladung wieder voll machen. Sehr schön. Warum? Warum mache ich so einen Scheiß? Warum mache ich so einen Scheiß auch? Es hätte genauso gut Paralysis sein können. Wurscht. Einer kommt jetzt noch. Und es sind Anusfliegen. Okay. Komm schon. Komm schon. Nimm sie beide mit. Mit. Jetzt. Tot. Wow, eine Münze. Gut, damit haben wir aber einmal wieder volle Aufladung und bitte lass es was Vernünftiges werden. Ach du Scheiße. Nehmen wir es aus dem Pool raus. Weil die es nicht wissen, das war kein gutes Item. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Nein. Theoretisch ja. Seltsam. Hat mir aber auch nicht allzu viel gebracht. Ich hatte eigentlich auf Batterien gehofft. Ach, das ist ärgerlich. Die Ebene hat uns nicht so viel gebracht. Hoffen wir auf die nächste. In der nächsten Ebene könnten wir. Oh, Curse of Sundown.
Boah. Super! Ups. Klatsch. Ah ne, Curse of Unknown ist, dass ich keine Herzen sehe. Ich vertue mich immer mit den Flüchen. Also sowas wie Curse of the Maze oder sowas, das weiß ich, aber ich vertue mich immer mit den... Ups. Ich vertue mich immer mit denen, wo ich nicht sehe... wo ich nicht sehe, was für Items ich bekomme, wo ich die Karte nicht sehe, das müsste aber Curse of Lost sein. Und ich weiß nicht, ich weiß nie, wo, wie der Fluch heißt, wo ich meine Herzen nicht sehe. Also es gibt ja Herzen nicht sehen, es gibt die Karte nicht sehen und es gibt die Items nicht sehen. Ich dachte gerade, das wäre der, wo ich die Items nicht sehen kann. Also Herzen nicht sehen, ist nicht so tragisch. Lasst euch einfach nicht treffen, dann ist gut. So. Und... Klatsch. Range up! Geil. Und... Ach, scheiße. Gegen die Ecke gelaufen. So. Ach komm schon, ich brauche den Goldraum, sonst kriege ich keine zweite Aufladung mehr hier hin. Ja, sind beide tot. Komm schon, du bist oben. Ja, bist du. Sei doch. Erstmal Wallhack angemacht und zu gucken, wo der Goldraum ist. Das wäre cool. Gibt es da einen Hack? Wahrscheinlich. Chocolate Milk. Geiles Item. Oder wir machen es so. Oh. Was passiert eigentlich, wenn da jetzt eine große Träne rauskommt? Oh, was wünsche ich mir jetzt gerade? Polyphemus. Boah! Ja, okay. So. Simic ist auch cool damit. Also Simic ist richtig cool damit. Oh, Chaos. Ist mit dem D6 einfach mega geil. So. Chaos, mach's mir nicht so schwer. Was war hier oben? Hier war Bombe. Wird da gebraucht. Okay, nehmen wir eine Bombe. Für. Ah, nee. Ich hätte jetzt gerne den Boss gefunden. Danke. Ich sag ja, Wallhack erstmal anmachen. Shit, Timing verpasst. Einmal da. Alter, es killt nicht instant. Oh. Und weg. Und... Moment, was sind das denn für welche? Ich dürfte eigentlich keinen Schaden an roten Herzen genommen haben. Oh, Squeezy ist cool. Squeezy nehmen wir mit. Achso, scheiße. Ja, ich hasse diesen Raum eigentlich. So.
Und ja, man muss da leider selber hämmern, weil sonst muss man den halt aufladen. Und klatsch. Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir ihn. Judgment. Lockdown shit. The Empress. The Stars. The Tower. The Stars würde ich gerne mitnehmen. Das heißt, wir spielen einmal hier den Judgment. Wir können ihn hier spielen. Eins, zwei. Ne, es ist ein halbes Herz gewesen. Eins. Damit habe ich ein ganzes Herz weg. Eins, zwei. Gut. So, hoch. Glück gehabt, dass wir da durch sind. Ja, wir gehen erstmal die Aufladung voll machen. So. Und... Oh, da hängt eine Bombe. Da hängen zwei Bomben. Erledigt. Moment, da, da. Und vor allem, warum ist die Karte gerade so groß? Das verstehe ich gerade nicht. Naja, egal. Und erledigt. Gut, wir kriegen keine Aufladung mehr hin. Also von daher, wurscht, weiter. Aber wir haben doch keinen Schaden an roten Herzen bekommen, soweit ich das weiß. Außer, also, ein halbes rotes Herz müsste mir jetzt noch fehlen. Wenn alles richtig gelaufen ist. Ja. Hm. Sehr merkwürdig. Warum habe ich kein Level hier bekommen? Ups. Da und da und da. Geister! Geister! Reisbrot! Total schlecht übersetzt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wer die SpongeBob-Folge nicht kennt, schämt euch. Bildungslücke. Ich fand SpongeBob früher immer, als er rausgekommen ist, fand ich, das war totaler Scheiß. Habe ich den irgendwann total geil gefunden. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwann habe ich dann auch mal aufgehört, den zu gucken und dann habe ich irgendwann mal wieder reingeguckt und dann waren die neuen Folgen und da haben sie auch alle gesagt, dass die total scheiße sind. Und ja, kann ich nur bestätigen. Also die alten Folgen waren wesentlich viel geiler. So, Platsch. Ich hätte jetzt gern den Goldraum. Ist der hier rechts? Bitte lassen hier rechts sein. Nein, der ist der Shop. Ah, erstmal wieder Wallhack anmachen. Toll, das bringt so viel. Sehr schön. Der ist down. Ah, da ist ein Schlüssel in dem Raum. Aber... Ja... Müssen erstmal gucken, dass wir in den Goldraum kommen. So, das ist doch schön. Klatsch. Oh. Einmal down, bitte.
Und einmal. Schade, ich dachte, ich kriege beide damit. Damit kriege ich beide. So, der ist auch down. Oh, der hangende Mann. Ah, Moment, warte mal. Ich habe doch extra die Stars mitgenommen, um direkt zum Dings zu kommen. The Virus. Das sind Poison Shots. Ja. Und weil wir dann Spoon kriegen. Ist, glaube ich, Damage up und Range down oder irgendwie sowas. Ich glaube, Damage bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein richtig hartes Damage up ist. Die Verwandlung. Ich glaube sogar plus 2 oder so kriegt man da nur durch die Verwandlung. Ich glaube aber Range oder Tears down ist das. Irgendwie sowas. Was mir bei Chocolate Milk halt wenig ausmacht. So, jetzt haben wir trotzdem das Problem, dass wir unsere Aufladung noch nie so benutzt haben. Der hängende Mann. Bad Trip, toll. Genau sowas wollte ich. So, das habe ich mir immer schon gewünscht. Eine geile Bad Trip Pille. Klatsch und Klatsch. Erledigt. So. Ach, Scheißraum. Ich werde hier gleich eine Explosion abkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, geil. Was macht die denn? Ich hatte die schon mal. Aber ich weiß nicht mehr, was die konnte. Ich weiß nicht mehr, was die kann. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier einen Cut setze und das kurz nachgoogle, was sie kann. Weil ich meine, der Effekt war ziemlich stark. Ich möchte die eigentlich nicht wasten. Ja, ich setze hier mal kurz einen Cut und dann google ich das eben nach. Bis gleich. So, und nach dem kurzen Cut, ich habe es rausgefunden. Und zwar macht sie im Grunde das gleiche wie mein Spacebar-Item. Das heißt, ja, nice, aber erstmal für uns uninteressant. Oh shit, das ist Brimstone. Kacke. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich hin sollte. Von daher. Oh mein Gott, ey. Alter. Ja, okay, gut. Wir kriegen auf jeden Moment nicht, dass ich auszusehen gleich. Aber wir kriegen auf gar keinen Fall. Oder, Alter, ja, was heißt auf gar keinen Fall? 35% Chance haben wir gleich. Wenn ich es schaffe, ihn damagefrei zu besiegen. Und weg. Ja. Und. Das war sogar knapp. Little Gish. Warum habe ich den denn jetzt mitgenommen? Bin ich denn bescheuert? Ach, bin ich blöd. Alter, bin ich blöd. Ja, okay. Dann machen wir das. Gehen wir da rein. Gucken. Nein. Den nehmen wir erstmal mit. Es wäre gar nicht mal so verkehrt gewesen, wenn da jetzt Greed drin gewesen wäre. Weil dann hätte ich da zumindest das rerollen können. Aber ist egal.
Wurscht. Wir gehen einmal runter, holen uns. Die Frage ist, was wollen wir eigentlich aus dem Shop? Also es gibt geile Shop-Items, das ist mir schon klar, aber was wollen wir aus dem Shop? Was wollen wir aus dem Shop? Ich glaube, ich nehme Stack of Cards einfach mit. Ich glaube, das macht echt am meisten Sinn. Schwierig, schwierig, schwierig. Nehmen wir Stack of Card mit, verzichten dann auf Pillen oder nehmen wir hier das Pillensäckchen mit und hauen uns dann vier Pillen rein, die vielleicht alle vier scheiße sind. Bitte lass das eine gute Pille sein. Ach, jawoll! Makes you larger. I can see forever. Also, versteht mich nicht falsch. Damage-technisch stehen wir super da. Wir stehen halt gerade nicht so lebenstechnisch so geil da, wie ich das gerne hätte. Und wo ist er? Hier rechts, ne? Echt nicht? Da. Ah, das ist der Super Secret. Oh, Scheiße! Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Moment, Lavas. Erstmal Lavas nehmen. Erstmal Lavas nehmen. Hangman, Chariot. Two of Spades können wir direkt benutzen. Ist das jetzt die zweite Fragezeichenkarte, die wir jetzt schon haben? Die oder die? Ich nehme die. Vielleicht vergesse ich es diesmal nicht. Ja, Moment, wir machen das anders, wir machen das noch. Wo haben wir den Hängenden? Da. Wir sparen uns nämlich einfach mal. Ja. Achso. Achso, okay. Das. Und dann. Das. Solat. Und dann das. Und da das. Und dann haben wir 33 Schüsse und werden die nie im Leben ausgeben können. Und wir nehmen Stars mit. Hier haben wir noch Chariot. Bin ich blöd, das hätte ich oben bei... Ja, okay, nee, komm. Nee, ich habe zwei Fragezeichenkarten jetzt. Gut. Wir gehen aber mit Stars weiter. Vor allem habe ich mich bei Little Gish sogar vertan gehabt. Ich habe an Little Steven gedacht. Warst du das gute Fliegen-Item oder das schlechte? Aber man muss überlegen. Es wäre das zweite Fliegen-Item. Ich nehme das mit. Ach nee, das ist das scheiß Fliegen-Item. They grow in size. Das müsste... Es müsste das sein, wenn ich getroffen werde, kann ich eine Fliege absondern. Das ist total Schwachsinn. Und Schlüssel brauchen wir definitiv nicht mehr. Ich bräuchte ein anderes Trinket, bitte. Little Steven wäre nämlich total geil gewesen, deswegen habe ich da auch das direkt mitgenommen, aber habe nicht nachgedacht, dass das Little Gish ist. Weil Little Steven ist ein Damage-Up. Gar nicht mal so das schlechteste Damage-Up. Und dementsprechend wäre das ziemlich cool gewesen, aber ne, ist er leider nicht.
Und warum ich jetzt so auf die Fliegen-Items gucke, weil Lord of the Flies ist gar nicht mal so verkehrt. Und tot. Ja, kann mich mal. So, jetzt. Und The Tower. Welche Karte sollte es auch sonst sein? Von Pride. Haha! Wo sind wir eigentlich gerade? Necropolis. Necropolis ist eigentlich noch nicht so nice. Necropolis ist nämlich noch nicht so weit, wie ich gerne wäre. Das lila Feuer ist das gemeinste Feuer überhaupt. Ach, die Brimstones. Alter, warum spuckst du denn, während ich noch nicht in deiner Range bin? Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Whoops. Ja, wenn man zu schnell ist, dann slidet man schnell mal in sowas rein. So. Ein Treffer jetzt noch und... Klatsch. Und wir sind down. Dann sind wir erledigt. So. Oder was heißt erledigt? Dann haben wir wieder keinen Devil Deal hier. Und so langsam fehlt uns die Stärke, die uns ein Devil Deal geben würde. Da muss ich echt so langsam drauf hoffen, dass wir die Ultra-Items schlecht hinziehen. Lord of the Flies ist im Übrigen eine Verwandlung, die ich auf jeden Fall sehr stark begrüßen würde. Ah, dich nehmen wir mit. Friends till the end. Weil Lord of the Flies alle Fliegen. Perfekt, hat geklappt. Alle Fliegen, gegnerischen Fliegen, in unsere Fliegen verwandelt. Das ist das erste. Und das zweite ist, nee, ist zwar nichts, aber wir können. Und wir könnten halt fliegen. Und ich glaube sogar, wenn ich einen Gegner besiege, dann spawnt er auch nochmal Fliegen aus den Gegnern. Also ist gar nicht so verkehrt. Anders als Guppy, die muss ja nur treffen. Ich glaube, Guppy ist eine Siegerin. Guppy muss, glaube ich, nur treffen. Also Guppy muss nur treffen, das weiß ich. Ups. Aber Lord of the Flies muss halt killen. Deswegen ist er der schlechtere von beiden, aber immerhin noch ziemlich stark, finde ich persönlich. So. Ja, ich bin doch da. Ach nein, schade. Ups. Und da haben wir jetzt einmal. Boah, kacke. Das wäre super gewesen. Und wer hat jetzt das schwarze Herz gedroppt? Eigentlich wurscht. Was? Ach, scheiße. Oh mein Gott, ey, ich bin gerade so schlecht, ne, das gibt's gar nicht. Nicht nur lahmarschig, sondern auch schlecht. Oh, das war eng! Experimental Treatment. Wir haben einen guten Damage, aber irgendwie... Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller geworden. Die Tiers sind ein bisschen, ich glaube, wir haben Tiers down. Ein HP-Up müssten wir jetzt bekommen haben. Ich glaube, alles in allem, Experimental Treatment gibt immer ein Plus im Gesamtwert. Aber ist halt immer so, ja, in was kriegst du ein Plus? So. Und ich hätte rerollen können.
Naja, egal. Experimental Treatment ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Stimmt, wir sind ja auch Spoon. Ich hätte gerne jetzt aber gleich trotzdem ein Fliegen-Item, dass ich noch Lord of the Flies werden kann. Das wäre super. Knapp, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, da auszuweichen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Stirb einfach! Ja, na, P ab. Oh, das ist ein Damage-Up. Das ist ein Damage-Up. Das Range-Up ist vernachlässigbar. Wir werden jetzt nochmal Aufladungen sammeln. Punk! Es war mal eine große explosive Träne. Warum habe ich immer noch Fliegen? War der Grow in Zeit nicht das, wo ich getroffen werden muss? Ich weiß, es gibt eins, das den gleichen Spruch hat, The Grow Inside, mit Spin. Da gibt's auch zwei. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich weiß gar nicht, wie heißen die denn? Infested oder irgendwie sowas? Da ist der eine wirklich mega geil und der andere, die zweite Variante ist mega geil von dem Ding. Und die erste davon ist mega kacke, weil da muss man getroffen werden und bei dem anderen muss man nur treffen. Ne, da muss man, glaube ich, auch killen. Um an eine Spinne zu kommen. Aber das sind richtig geile, wo man killen muss und dann Spinnen bzw. Fliegen kriegt, die sind super, die Items. Deswegen, das macht Guppy ja auch so stark. Da geht es weniger darum, dass man fliegen kann, als dass man da halt die ganze Zeit Spinnen spawnen kann. Fliegen. Fliegen. Spawnen keine Spinnen. So, wir sind voll aufgeladen und ich denke mal, je länger wir jetzt hier bleiben, desto eher werden wir gekillt. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas Interessantes hier finden. Schlüssel haben wir und Bomben. Wurscht. So. Das heißt, wir gehen mal in den Utero. Oh nein, ich hasse diese Viecher. Gibt's wenig Viecher, die ich wirklich mag. Was hast du denn? Ach nee. Ja, okay, gut, bist aber besser als mein Penny. So, da setzen wir einmal eine dran. So, da müsste jetzt eine Bombe dran sitzen an dem. Ja, an dem sitzt eine. In dem Raum möchte ich mich so wenig wie möglich bewegen, weil es hier überall rote Pupis gibt. Oh, scheiße. Und dann müssen wir nochmal durch. Aber diesmal hält uns da nichts auf. Naja. Trotzdem werde ich getroffen. Geil. Klatsch. Alter, wie wir... Ah ja, okay, gut, wir kriegen kein Item. Haha. Oder? Kriegt man bei... Ne, kriegt man nicht, ne? Das spawnt nur die Truhe. Es ist mir noch nie aufgefallen. Man kriegt bei... Mom's Heart kriegt man doch kein Item, oder? Ab Mom's Heart kriegt man keine Items mehr für die Gegner. Was ist voll asozial das eigentlich? Hey, ich besiege einen Boss und krieg kein Item. Hm.
Aber es ist mir jetzt gerade das erste Mal wirklich aufgefallen. Ha, das heißt, mir bringt der ganze Scheiß sowieso nichts mehr. Schade. Boah, erstmal 1000 Bomben dran gebappt. Oh, da könnte noch was Interessantes drin sein. Ja, ist mir egal. Brauche ich nicht mal. Komm, gib mal. Der Hierophant ist ziemlich geil. Zweimal Hierophant. Ich sag da trotzdem Hierophant zu. Es ist mir egal, ob du das Hierophant nennst. Der hat das Kreuz auf der anderen Seite. Ist das ein Tinted Rock? Nein, ist er nicht. Es war klar. Vor allem so viele unterschiedliche Tränen, ne? Das gibt es gar nicht. Puh, wir gehen hinten rum. Hier müssten wir safe stehen. Wir gehen einfach hinter denen her. Da dürfte am wenigsten passieren. So, und jetzt. Haha! Seht ihr? Easy. Das sind Pro-Strats. Nein, nicht wirklich. Ich wüsste nicht, was wir noch mit den Bomben sollten. One makes you larger, garantiert. Lockdown, Superpille. I can see forever. Friends till the end. I can see forever. Der spricht das auch immer anders aus. Also er betont das immer anders. Ja, und so Devil können wir mitnehmen. I can see forever. Nochmal. One makes you larger. Und das ist explosive, ja. Ne, da ist die Explosive Diarrhea. Und... Natürlich ist da nichts drin. So ein Rotz aber auch. Ich möchte eigentlich noch gerne den... Super Secret Room finden. Wo ist denn der? Ne, der... Da oben kann der nicht sein. Also der ist nicht in einem Doppel-Key-Room. Die Sache ist halt wirklich, dass, ach, scheiße! Dass in einem Doppel-Key-Room, ach, in einem Super-Secret-Room gibt's relativ geile Items. Genauso wie im Secret-Room halt auch. Kann auch ziemlich harte Items drin sein. Und das wäre halt praktisch, wenn ich davon mal eins hätte und es dann auch noch rerollen könnte, zur Not. Weil sowas wie der Lotus würde uns ewig weiterhelfen. Zumindest auf der Defense-Seite. Da ist er. Er ging ja nur noch da. The Hermit, ja, geil. Oh, scheiße. Einmal raus, einmal rein. Vergiss es. Einmal raus, einmal rein. Und weg. Und da hinten haben wir noch eins. Und jetzt schieben wir dich darüber. Und dich können wir darüber stupsen. Ey, nee, da hin. So. Das ist ein sehr schönes, aber eigentlich bringt es mir auch nicht mehr viel. Infamy! Ja, geil! Ein bisschen Schutz kann echt helfen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was dieses Item kann. Ach, dieses Trinket kann, aber ich nehme auch an, dass es irgendwas mit den Aufladungen zu tun haben wird. Oh,
Ach man, scheiß Augen, ey. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Komm schon. Und noch ein. Und gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jawoll, geslowt. Und jawoll. Isaac, Isaac geht jetzt. Irgendwas war noch hier. Ja, stimmt, die I Can See Forever. Die nehme ich mit. Also die I Can See Forever Pille nehme ich mit. Und wir gehen in die Cathedral. Und jetzt schauen wir mal. Erst einmal I Can See Forever. Forever. Geil. I Can See Forever. Viel zu viele Gegner. Wobei ich finde die Mucke in der Cathedral einfach awesome. Das ist halt Secret Room. Okay. Aber The World. Perfekt. Und ey, das hätte ich normalerweise killen müssen. Erstmal geslowt. Erwischt! ja. Würde ich ja gerne sogar dran spielen. Aber das Problem ist halt, ich komme nicht dran, ohne Schaden zu nehmen, und da habe ich keinen Bock drauf. Und irgendwie muss ich das Item falsch verstanden haben. Ich glaube, ich muss nicht gehittet werden dafür. Weil ich ständig irgendwo Fliegen herbekomme. Und ich wüsste jetzt nichts, was... Danke, Infamy! Ich wüsste jetzt nichts, was... was mir im Moment Fliegen geben sollte, außerdem halt... they grow inside. Ich finde die Mucke geil. Sollte reichen. Yo. Broken Magnet. Bringt alles nicht. Klatsch und... Klatsch, du bist down. Und du bist auch down, aber sowas von bist du down. Ja. Easy. Da kann ich sogar den hier noch ausschließen. Ja, da ist er. Shit. Also man kann hier sowieso keinen Level Deal oder sowas bekommen. Also ab hier ist das sowieso vollkommen wurscht, ob wir Schaden an roten Herzen nennen. Aber im Normalfall sollte man dafür sorgen, dass man hier sowieso keine roten Herzen mehr hat. Ab hier sollte man sowieso nur noch Soul Lords haben. Ach du Scheiße, ich hasse diesen Raum. Hab ich ja schon mal erwähnt. Ah. Wieso habe ich jetzt gerade gedacht, das ist eine Steintruhe? So. Wir könnten da oben zu dem Miniboss noch gehen. Der wird wahrscheinlich ein Item droppen. Der wird höchstwahrscheinlich ein Item droppen. Slots. Echt, ich hatte Slot noch nicht. Und jetzt bin ich leider Gottes echt überfragt, zu welchem Pool das gehört. Das ist mal eins der geilsten Items, die wir ziehen konnten. Seraphim Baby ist mega. Seraphim Baby ist echt geil. Aber irgendwie sieht das dick aus, das Seraphim Baby. Dickes Seraphim Baby. Aha. So, erstmal
Isaac ein paar Bomben draufdrücken. Das Problem ist, wenn er sich wegteleportiert. Oh mein Gott, ey. Irgendwie sehen die gerade alle dicker aus. Oh. Bam, 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 bam. Scheiße. Das Problem ist, dass Explosivo halt keinen Damage macht, wenn er Isaac trifft. Nur durch die Explosion halt Schaden macht. Allgemein macht Explosivo nur Damage, wenn er... wenn er auch trifft. Also explodiert. Böse Isaac, böse Isaac, böse Isaac. Ja, normalerweise stehe ich sogar unten links in der Ecke, fällt mir mal auf. Und erledigt. Easy. Easy peasy. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, ich bin böse. Ich muss in die Kiste. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir Isaac mit Isaac besiegt haben. Mal schauen, was wir kriegen. Boah. Ja, eines der dümmsten Items überhaupt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Binding of Isaac Afterbirth. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.